Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu Beard Bro testet Lebensmittel. Warum auch immer ich jetzt plötzlich mit sowas anfange. Denn, und ihr habt es im Titel gesehen, ich war gestern einkaufen. Denn ich bin auf eine Aktion gestoßen, die es scheinbar schon seit einer Woche gibt und die ich so cool fand, dass ich mir dachte, Mensch, darüber kann man echt mal ein Video machen. Und ja, ich bin wie immer ein bisschen spät dran und eigentlich ist das auch eine Rubrik, die ich noch nie gemacht habe. Aber ihr könnt gerne danach dem Video abstimmen, ob ich das vielleicht öfter machen sollte. Denn es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich sowas mache, weil mein Beruf tatsächlich etwas mit Sport und Ernährung zu tun hat. Weshalb ich es umso interessanter fand, was ich denn da im Kühlregal von Rewe gefunden habe. Hey du, hörst du mir zu? Du bist Zucker. Wie du dich bewegst. Wie du dich kümmerst. Nach all den Jahren. So Zucker wie am ersten Tag. Deine Liebe. Deine Freundschaft. Zucker, dein Blick, Klick, du bist Zucker. Wie viel Zucker brauchst du noch? Bei Rewe entscheidest du. Wähle deinen Lieblingspudding aus 4 Zuckerstufen und stimme online ab. Rewe, dein Markt für eine bewusste Ernährung. Und es geht um nichts Geringeres als einen neuen Schokopudding. Diesen Schokopudding. Wie viel Zucker brauchen wir eigentlich noch? Diese Challenge hat sich nun Rewe angenommen, beziehungsweise gibt Rewe diese Challenge an uns ab. Und wir, der Endverbraucher, sollen jetzt quasi testen, welcher dieser Schokopuddings am besten schmeckt, beziehungsweise ob wir überhaupt einen Unterschied bemerken, wenn wir diese 4 Puddings einmal ausprobieren. Da geht es von einer Original-Schoko-Rezeptur mit wahrscheinlich relativ viel Zucker bis hin über eine minus 20% Zuckervariante, eine minus 30% Zuckervariante und eine minus 40% Zuckervariante, welche ich jetzt alle einmal kurz probieren werde. Aber vorher zeige ich euch erstmal, was denn so alles auf dieser Packung draufsteht, denn das ist relativ viel. Also hier ist sie, die Original-Schokopudding-Rezeptur, die minus 20%-Variante, die minus 30%-Variante und die minus 40%-Variante. Und oben die große Aufschrift, mach den Geschmackstest, Verkostungsanleitung siehe Innenseite. Dann, wenn das Ganze gekippt wird, steht hier auch noch einmal, wie viel Prozent Zucker in jedem einzelnen von diesen Puddings drin ist. Wie viel Zucker brauchst du noch? Mach den Geschmackstest. Beginne mit der Originalrezeptur und probiere anschließend die Puddings mit dem jeweils niedrigeren Zuckergehalt. Tipp, probiere zum Schluss noch einmal die Originalrezeptur. Wie viel Zucker brauchst du noch? Welcher Pudding ist dein Favorit? Einfach auf www.rewe.de/wenigerzucker den 6-stelligen Packungscode eingeben, abstimmen und gewinnen. Als Dankeschön für deine Teilnahme verlosen wir 3 Wellnessreisen und weitere tolle Preise. Oh, Wellness kann ich mal wieder gebrauchen. Und hier sind sie nun, der Original-Rezeptur-Schokopudding, die minus 20, die minus 30 und die minus 40% Variante. Und wir testen jetzt alle einmal durch. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich für dieses Format nicht ein bisschen zu aufgedreht bin. Naja, gut. Probieren wir es mal. Also von der Helligkeit unterscheiden die sich eigentlich nicht. Original, minus 40. Jetzt mal ohne Scheiß, die sehen eigentlich gleich aus von der Farbe, oder? Bin ich blind? Bin ich blind? Starten wir also mit dem Original. Ja, der ist schon gut süß. Das muss man schon sagen. Minus 20%. Lecker. Moment, da muss ich nochmal. Das ist echt lecker. Das ist schon, also da merkt man schon, dass der nicht so krass süß ist. Ja, der erste war mir ein bisschen zu heftig. Minus 30%. Der wirkt irgendwie, also es wirkt irgendwie, umso weiter ich gehe, desto smoother wirkt das irgendwie. Also nicht so, als ob man das zu super erschlägt, sondern irgendwie smoother halt. So als wäre der cremiger, so, das ist jetzt vielleicht Quatsch, was ich erzähle, so, wenn ihr das selbst probiert habt, dann sagt mir mal bitte, was ihr empfindet, aber ich finde das viel cremiger und ich habe das Gefühl, dass ich, ob ich davon Tonnen mehr essen könnte, also ich kann ja sowieso Tonnen Schokopudding essen, so, aber jetzt bin ich mal gespannt. Minus 40%.
Das muss ein heftiger Unterschied sein. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt schon zu merken, dass die minus 40% im Vergleich zu den minus 30% schon mal einen Riesenunterschied sind in meinen Augen. Und jetzt mal im direkten Vergleich die Originalrezeptur. Oh, Alter. Krass. What the fuck? Okay, der Unterschied ist wirklich riesig. Alter, das schmeckt ja... Das schmeckt wie so eine fucking Schokobombe im Vergleich zu diesen minus 40. Da muss ich jetzt direkt mal die Specs vergleichen. Original in dieser Hand. Minus 40% in dieser Hand. Pro Portion, also pro Becher, hat die Originalrezeptur 138 Kilokalorien. Und die minus 40% Zuckergehalt-Variante 127 Kilokalorien. Das ist gar nicht mal so ein großer Unterschied. Das sind ja nur 10, knapp 10 Kilokalorien weniger. Naja, vielleicht kriegen wir noch raus, wann das Fett. 7,2 im Original, 7,7 im minus 40%. Könnte da der Ausgleich schon drin liegen? Kohlenhydrate, jetzt wird's interessant. Zucker soll ja minus 40% sein. Dann haben wir hier 15,2 Gramm. Sind 11 Gramm Kohlenhydrate hier drin. Aber jetzt kommen wir mal darauf hin, davon Zucker sind tatsächlich von den 15,2 11,9 und nur 7,1, also ein bisschen mehr als die Hälfte in dieser reduzierten Variante. Das merkt man deutlich. Mich würde ja jetzt interessieren, was in der minus 40% Variante statt des Zuckers drin ist oder ob der Zucker einfach nur rausgenommen wurde. Es sieht fast so aus, als ob er nur rausgenommen wurde, aber da die anderen Werte ein bisschen anders aussehen, ist natürlich die Frage, was ist da jetzt drin? Ist da Süßstoff drin? Genau aus dem Grund schauen wir uns mal die Verpackung an. Auf der Verpackung steht Sahne, Vollmilch, Zucker an dritter Stelle, Schokoladenpulver 5%, Kakaopulver, Zucker, also das ist die Zusammensetzung, modifizierte Stärke, Maltodextrin, fettarmes Kakaopulver 1%. Okay, und jetzt kommt das Interessante, für minus 40% Zucker, Sahne und Vollmilch ebenfalls an erster und zweiter Stelle, Schokoladenpulver, oh, da ist das Zucker nicht an dritter Stelle, Schokoladenpulver 5%, dann kommt Zucker, modifizierte Stärke, Maltodextrin, also wurde einfach ein bisschen weniger Zucker reingemacht. Also ich muss echt sagen, das ist eine spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wo das hier noch hinführt, ob das noch bei anderen Produkten so weitergeht und ich würde dann auch ganz gerne die anderen Produkte genauso testen. Oh, ich habe das einmal falsch rumgehalten. So rum bitte. Was ich jetzt mache, ist das Ganze natürlich einmal online abstimmen und mal schauen, welche von den Varianten gewinnt. Ich persönlich schwanke so zwischen den 30 und den 40%, obwohl ich aber dazu sagen muss, dass ich natürlich am besten finden würde, wenn das alles Richtung ganz wenig bis gar kein Zucker geht. Also ich finde, das ist ein guter Schritt, den Rewe da macht und genau deswegen habe ich damit jetzt auch angefangen und jetzt wahrscheinlich ein würdiges erstes Beardbro-Tested-Video. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was ihr davon haltet. Die Dinger gibt es für 1 Euro bei Rewe zu kaufen. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion noch funktioniert, weil das soll ja angeblich schon... Was, im Mai? Irgendwas habe ich doch gelesen. März oder Mai? Und es gibt sogar einen Werbespot dazu von Rewe. Der Kanal von Rewe ist zwar nicht ganz so groß, aber der Werbespot hat schon eine ziemlich krasse Reichweite gebracht. Und es gibt schon ein paar andere Leute, die es getestet haben. Ich habe es mir mit Absicht nicht angeschaut, damit ich jetzt nicht einfach nur irgendwelche anderen Sachen von anderen Leuten wiedergebe. Aber ich werde euch auch den Werbespot verlinken. Vielleicht werde ich ihn aber auch im Video abspielen. Solange es da kein Copyright-Strike dafür gibt. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr davon? Kauft euch die Dinger für 1 Euro. Sagt mir, ob ihr derselben Meinung seid wie ich, ob ihr den Schritt in diese Richtung gut findet. Und was ich auch von euch möchte, ist, dass ihr einmal in die Kommentare schreibt, was ich als nächstes testen soll. Denn tatsächlich möchte ich, das ist kein Scherz, Beardbro Tested weitermachen. Eine neue Rubrik, wuhu, eine von vielen anderen tausend Rubriken, die ich schaffen möchte. Und das können Sachen sein, die es schon länger gibt, wo ihr einfach mal eine Meinung von mir wissen wollt dazu oder einfach irgendwelche aktuellen, trendigen Sachen. Völlig egal. Schreibt mir das einmal in die Kommentare. So lange habe ich die Chance, die Dinger hier noch zu schmankeln. Ach ja, und das ist keine Produktplatzierung. Und ich habe kein Geld dafür bekommen von Rewe. Weil es sowieso nicht interessiert, was ich hier mache. Haut rein, meine Freunde, lasst es euch schmecken und bis bald. Nein, stopp. Bartsalut.